Hallo und herzlich willkommen bei Software Engineering Education. Mein Name ist Georg Hagel und in diesem Video beantworte ich die folgenden beiden Fragen. Was versteht man unter der Metrik Lines of Code und wo kommt diese Metrik her? Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Um uns dem Thema zu nähern, habe ich mal ein Beispiel aus dem Studienalltag mitgebracht. Stellt euch vor, ihr müsst euch für ein Wahlfach entscheiden. Auf der einen Seite wird Gamephysik angeboten, hier ein Buch dazu. Und auf der anderen Seite Programmieren mit JavaScript, auch hier mit entsprechender Literatur. Von vorne sehen die beiden ja interessant aus. Schauen wir mal auf die Seite. Oha, die sind ja unterschiedlich dick. Wenn ich allein die Anzahl der Seiten vergleiche, 522 Seiten zu 1291 Seiten, da fällt die Wahl schnell auf Gamephysik. Das sind ja weniger als die Hälfte der Seiten. Aber was vergleichen wir da eigentlich? Reine Seitenzahlen, also den Umfang der angebotenen Literatur. Das sagt natürlich überhaupt nichts über die Komplexität der beiden Fächer aus. Schauen wir uns mal JavaScript an. Wir kennen schon eine Programmiersprache, C++ oder Java. Da sollte das Erlernen von einer zweiten Sprache relativ leicht fallen. Alle Programmkonstrukte wie Bedingungen und Schleifen kennen wir ja schon. Auf der anderen Seite Gamephysik mit Mathematik, Vektorräumen, Matrizen, Physik. Das scheint doch wesentlich komplexer zu sein. Was können wir also aus diesem Beispiel schließen? Die Umfangmetrik, also die Anzahl der Seiten, ist in unserem Falle jetzt kein guter Ratgeber gewesen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was sind Metriken überhaupt oder was sind Eigenschaften, die Metriken haben müssen, dann schaut euch meine Videos zu Metriken hier auf meinem Kanal an. Ich habe euch die Links unten in die Beschreibung geschrieben. Was verstehen wir also jetzt unter einer Umfangsmetrik? Lines of Code. Nun ja, wir zählen eben die Zeilen im Programmcode. Aber wir werden noch sehen, dass das gar nicht so einfach ist. Wo kommt denn diese Metrik überhaupt her? Sie ist schon ziemlich alt. In den 1960er Jahren wurde sie eingeführt, um Assembler-Programme auszumessen. Damals konnte man noch Aussagen über die Produktivität und die Qualität basierend auf der Anzahl Codezeilen machen. Aber seit der Weiterentwicklung der Programmiersprachen sind Aussagen darüber kaum noch möglich. Wir kommen in einem anderen Video noch genau darauf zurück. Versuchen wir uns zunächst mal an der Definition von Lines of Code. Unter den physischen Lines of Code, Block, verstehen wir alle Zeilen eines Programms inklusive Leerzeilen und Kommentaren. Nehmen wir als Beispiel mal den Algorithmus zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers her. Stoppt mal bitte das Video und rechnet selbst Block aus. Ich habe hier mal alle Zeilen markiert, die wir zählen müssen, also alle Zeilen inklusive Leerzeilen und Kommentaren. Wir erhalten also für Block den Wert 11. Kommen wir nun zu einer anderen Definition von Lines of Code. Unter Source Lines of Code verstehen wir alle Codezeilen ohne Leerzeilen und ohne Kommentare. Schaut euch also bitte nochmal das Beispiel vom GGT an und berechnet mal S-Log. Auch hier habe ich wieder die relevanten Zeilen markiert. S-Log ist also 9. Es gibt noch viele weitere Definitionen, wie zum Beispiel logische Lines of Code. Aber auf die alle will ich hier nicht eingehen. Die Metriken Block oder S-Log gehören zu den sogenannten Umfangsmetriken, da sie eine Aussage über den Umfang eines Programms machen. Dass sie keine Aussage über die Komplexität erlauben, können wir uns aufgrund unseres Eingangsbeispiels mit der Anzahl Seiten je Buch gut vorstellen. Es kommt dabei eben auf den Inhalt der Bücher an.
Zu den Schwierigkeiten der Metrik Lines of Code gibt es ein weiteres Video von mir auch auf diesem Kanal. Ich habe es in der Beschreibung auch verlinkt. Zusammenfassend haben wir in diesem Video gesehen, wie zwei Definitionen von Lines of Code aussehen, nämlich die physischen Lines of Code Block und die Source Lines of Code S-Log. Weiterhin haben wir uns angeschaut, wie man beide berechnen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt mir in den Kommentaren. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal, wenn es heißt: Herzlich willkommen bei Software Engineering Education. Bis dann!